Gegensatz zu mir. Deine, du lügst. Ich auch dabei. Deine, du lügst. Ach, komm, halt auf die Fresse, geh nicht mal ein Grundstück. Deine, du lügst. Ja. Ich hätte keine Beweise. Danke. Mel zusammen. Ja, und willkommen zur neuen kleinen Trilogie hier auf Medienlords Palaberstube. Das wird hier so das erste große Ding sein. Und ich habe da auch sehr viel Lust drauf und ich glaube, ihr habt da auch sehr viel Lust drauf, weil mich ja immer wieder Leute darum gebeten hatten, die Rocksau-Thematik doch nochmal aufzugreifen und da viel tiefer reinzusteigen. Und genau das habe ich getan. Vielen Dank geht da erstmal raus an Märchen, aber auch an ja, ganz viele andere, die mir seit dem ersten Video praktisch, seit dem Kutterlorden die Reaktoren-Video auf jeden Fall, spätestens glaube ich, ganz viele Informationen zugesandt hatten. Ich habe das jetzt alles mal versucht zu sammeln und möchte das hier einfach mal in eine Form bringen und habe mich aber dazu entschieden, dass wir diese Trilogie eben in drei Teile aufteilen. Und heute starten wir mit dem ersten rein, und zwar der Elite-Hater. Und im folgenden Teil wird es dann, ja, einerseits um den Kutter gehen, aber dann auch um das, was Rocksau sonst noch so macht. Ich will euch dann noch ein bisschen überraschen mit sozusagen, durch was wir einzeln durchsteigen. Aber heute wird es nur darum gehen, warum Rocksau eigentlich der Elite-Hater ist, der wir alle gerne wären. Und bei dem wir eigentlich alle mal in die Lehre gehen sollten. Ich kann dir sagen, wenn du schwer bist, für den Fettsack. Ich bin ja nur selber ein Fettsack. Man nennt mich auch Rocksau den Zergeher-Fettsack. Heieiei, da kommt ja was auf uns. So ein 0850 Typ. Aber macht euch keine Sorgen, ich lasse mich nicht besiegen. Du kannst gerne vorbeikommen. Komm vorbei, ich bin nicht reiner Mörder. Wenn ich dir Flügel androhe, dann hau ich dir den Arsch voll. So. Willkommen zurück. Wir gehen rein. Und ich würde erstmal sagen, wir reden erstmal allgemein ein bisschen über Rocksau. Also ich muss natürlich sagen, ich habe Rocksau nie direkt wirklich mitbekommen, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Game war. Ich bin dann praktisch erst wieder später reingekommen. Und da war die Rocksau-Geschichte eigentlich auch schon so gut wie tot gelaufen, zumindest vom Gefühl her für mich. Ich habe dann zwar auch noch ein paar Videos gemacht zu dem Thema, aber das Ding war erstmal tot. Mittlerweile habe ich viel, viel mehr Informationen und auch gerade Rocksaus Verhalten oder Markierung als Art Elite-Hater finde ich so interessant und auch so grotesk, dass ich mir irgendwie gedacht habe, da könnte man einfach erstmal als Anfangsding reingehen, ganz locker. Aber ich will ja gar nicht zu viel vorwegnehmen. Gehen wir erstmal rein in Rocksaus Einstieg ins Game. Ich meine, es war 2018, 2019, als er zum ersten Mal auf der Bildfläche des Games erschienen ist. Leider habe ich nicht mehr nachvollziehen können, wann er den ersten YouTube-Account gemacht hat. Und auch auf der Hate-Cloud von Fuddle ist die, glaube ich, befinden sich zwar Videos, die zwar auch schon 3 Jahre alt sind, aber keine, die älter sind. Also vermute ich mal, entweder er hat im Jahr 2019, 2020 angefangen oder eben sogar noch ein Jahr davor. Am Anfang war das auch alles relativ normal und übersichtlich. Er hat halt, ja, Reaction-Videos gemacht. Ich glaube, der TOM war so eins seiner Hauptdinger. Und da muss ich dann sagen, ich habe mir ein paar dieser TOMs angeguckt. Es ist nicht mein Fall. Ich kann natürlich nachvollziehen, warum Leute im ersten Moment den Rocksau, ja, vielleicht unterhaltsam fanden, vielleicht mit diesem nordischen Gemüt ein bisschen witzig zum Angucken und auch, ja, vielleicht mal eine andere Sicht auf Rainer geworfen hat. Er hat sich da, finde ich, sogar noch ein bisschen Mühe gegeben. Zumindest kündigte er im ersten Review vom TOM noch an, dass er sich auch zuvor über die, ja, die jeweiligen Bands, die Rainer sich angucken möchte, belesen wollen möchte oder wird. Und dann so ein bisschen Hintergrundvideos, Infos, nicht Videos, Hintergrundinfos liefern möchte. Ich habe mir mal ein paar von diesen TOMs angeguckt. Ich hatte das Gefühl, er hat es relativ schnell nicht mehr getan. Es wurde dann relativ schnell nur noch eine Reagiererei. Aber man muss sagen, am Anfang war er natürlich so wie viele Hater. Es gibt dann auch einen kleinen Ausschnitt aus einem 1000-Abo-Dankeschön-Video. Ausschnitt folgt hier. Ja, Metal, Leute. Und ganz, ganz, ganz lieben Dank wirklich für 1000 Abonnenten, ich hätte das nie gedacht, dass das wirklich so schnell auch passiert und dass sich wirklich so viele Leute diesen Scheiß anhören, den ich mir hier aus dem Arsch ziehe.
Und da merkt man, er ist auf jeden Fall, finde ich, sehr sicher im Umgang mit diesen Videos und auch mit seinem Publikum. Aber er macht auf jeden Fall noch einen sehr ruhigen, gesetzten Eindruck. Aber 1000 Abos, ich vermute, es wird sich im Jahr 2020, 2019, wie auch immer, wann das auch immer genau gewesen sein mag, genauso verhalten haben mit der Monetarisierung von YouTube. Und zwar, man braucht halt 1000 Abos und 4000 Stunden Watchtime. Und ich vermute, dass die der Rocksau zu dem Zeitpunkt, vor allem durch die Länge der Videos, die er zu dem Zeitpunkt hochgeladen hatte, geknackt hatte. Ja, soweit so gut. Es ging dann weiter, es wurde fröhlich reagiert, es kamen mehrere Leute hinzu aus der Kutterbubble, wir kennen sie ja, also ein Ani, ein Uti und wie sie alle heißen, Fuddel und ein Pinky, ja, mit den ganzen tollen speziellen Special-Dulli-Squad-Namen irgendwie, ich finde die Namen sind so hilarious, vor allem, weil sie alle irgendwie die gleiche, ähnliche Tonalität haben irgendwie. Es ging dann so weiter, aber wie es natürlich so ist, dieses ständige Leertaste an, Leertaste aus, Leertaste an, hat natürlich einigen Leuten zu Recht nicht gefallen. Und glaube ich, vor allem die Twitter-Bubble war nicht so amazed darüber, wie Rocksau ja, sich immer mehr zu einem Elite-Hater entwickelt. Also zu jemandem, der sich ja für sehr wichtig hält fürs Game und der zumindest glaubt, dass er eine hohe Relevanz besitzt. Wie es dann auch meistens so ist und da natürlich Rocksau auch sich, vermute ich, auch schon im Vorhinein gezeigt hat in Videos, war wohl die Leakung nicht allzu schwer. Man kam dann relativ schnell auf den besagten Kutter Nordstern und auch dessen Besitzer, also Heiko Rocksau. Und der Hater kontaktierte Rocksau dann daraufhin. Er zeigte den Ausschnitt von diesem Twitter-Gespräch selber, Ausschnitt aus seinem Leakungsvideo folgt. Und mit den Worten, ich soll mal in seine DMs kommen. Ihr seht das selber, ich nehme hier gerade meinen Bildschirm auf, es ist quasi mein Twitter gerade live. Hallo Heiko, für die, die es noch nicht wissen, also ich wurde ja schon geleakt, aber kommen wir gleich noch zu. Hallo Heiko, mein Name ist Heiko, also mein echter Name. Habe ich geschrieben, warum liegst du meinen Namen? Weil er mich schon mit Heiko in den angetweetet hatte. Schatz, kannst du mir gute Orte in der Nähe des Nordsterns empfehlen zum Urlaub machen? Wer es nicht weiß, mein Unternehmen heißt Nordstern. Hast zwei Möglichkeiten. Entweder sofortige Löschung von einem YouTube-Konto. Ich habe ja mehrere, welches soll ich denn löschen? Du kommst nie wieder. Oder ich schicke das Bild samt deiner Daten durch jeden erdenklichen Discord. Ach, der NWO eingeschlossen. Ist natürlich nicht schön, dass es jetzt so kommen musste, aber ich werde natürlich weitermachen. Also er hat dann selber zu Bezug genommen. Das persönlich würde ich sogar noch sagen, ist ja gar kein dummer Move. Ich weiß natürlich als jetzt Außenbetrachter nicht, wie weite Kreise das in dem Moment schon gezogen hatte. Aber ich vermute, es war nicht mehr verhinderbar, dass er drum rumdeuten konnte, wer er war. Und da kann man natürlich erstmal sagen, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder ich ziehe mich dann zurück oder ich komme natürlich raus aus dem Ganzen, wie eben dann auch ein Heiko es getan hat und ja, offenbar mich der Öffentlichkeit und versuche irgendwie mit der neuen Situation umzugehen. Wie man aber, finde ich, dem Ausschnitt auch schon ein bisschen entnehmen kann, ist die ganze Sache für mich nicht so ganz souverän gelaufen. Ich habe leider nicht mehr viele Ausschnitte aus diesem Stream gefunden, sondern nur den einen besagten, der ist übrigens aus der Mini-Doku A Fairy Tale of the Kutter Lord war es, glaube ich. Link wird auf jeden Fall in der Beschreibung sein. Guckt da auch nochmal rein. Da ging es vor allem, zumindest jetzt aus meinem Gefühl, ein bisschen mehr um den Kutter und das, was so im Hintergrund abgelaufen ist. Zu der Zeit ist aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Genau. Danach sieht man aber, der Backlash ist mal so, mal so. Also wir haben dann natürlich einerseits viele negative Google-Rezensionen, die bestimmt ihre Spuren hinterlassen haben. Und wir hatten wohl auch ein, zwei Sachbeschädigungen am Kutter Nordstern. Zumindest habe ich zwei eingeschlagene Fensterfotos entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob die aus einem Vorfall stammen oder ob die an getrennten Vorfällen zustande kamen und ob die überhaupt mit Hatern zusammenhängen oder eventuell auch mit anderen Leuten, die ein bisschen stinkig auf den Rocksau sind. Da kommen wir dann in einem
letzten Teil wahrscheinlich nochmal zu. Aber ja, genau. Also prinzipiell lief die Sache ganz positiv. Roxau hat wahnsinnig viel Fanpost zu diesem Zeitpunkt dann erhalten. Also es gab von kleinen Rainer-Statuen über utopische Pakete voll mit Kondomen, Knabberzeug und anderem Schwachsinn. Ganz, ganz viel Fanpost, ganz, ganz viele positive Zuschriften. Es gab dann mal noch irgendwann einen, ich glaube, 4- oder 5-seitigen Brief. Ein kleiner Ausschnitt folgt hier, wo Roxau dann sogar noch irgendwie eine Hader-Trophäe von irgendjemand anderem erhält. Also, ich blende mal hier Ausschnitte dieses Briefes ein. Von mir aus könnt ihr da gerne anhalten und die durchlesen. Es ist alles sehr konfus und sehr unangenehm, sehr, sehr cringy, würde ich mal sagen. Also irgendwie hat es mir da so Rückenschauer über den Rücken gejagt. Aber gut, ist ja in Ordnung. Genau, das ist so das eine. Also Roxau hat viel positives Feedback bekommen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass relativ schnell, ich glaube, Ephraim Gotthold von Lessing und, ja, der Ephraim halt sein Lessing oder Wirsing und der Friedrich sein Schiller auf Twitter. Ich denke, jeder, der auf Twitter unterwegs ist, wird besagte Accounts kennen. Ich glaube, einer davon ist sogar eine Frau, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch völlig irrelevant. Das sind dann so die Kategorie Hardcore-Fans, von denen Roxau dann tatsächlich doch relativ viele hat. Da gibt es dann auch immer mal wieder sehr cringy Screenshots aus privaten WhatsApp-Mitteilungen, wo man irgendwie drüber fabuliert, wie süß der Roxau doch ist. Ausschnitt folgt hier auf der Tafel, wie immer. Also alles ganz utopisch. Man merkt aber, die ganze Sache hat ihre Spuren hinterlassen. Also natürlich wird Roxau einerseits immer noch primär aus der Twitter-Bubble ein negativeres Feedback bekommen haben und den Backlash sozusagen gespürt haben, der da kommt. Andererseits hat er natürlich aber auch physisch und real sehr profitiert. Und es hat sich natürlich relativ schnell durch die neue Elite-Hater-Tätigkeit und die Trafo zum Elite-Hater eine neue, wesentlich entspanntere Einnahmequelle für ihn offenbart als zuvor. Weil man muss natürlich eins sagen bei Roxau, Elite-Hater hin oder her, die Videos sind, ja, wahnsinnig langweilig, völlig irrelevant und überhaupt nicht neu. Also ich natürlich kann man immer sagen, ja, was willst denn du das bewerten? Ich finde den Roxau halt lustig, wie der drauf reagiert. Klar, okay, den Faktor mal ausgelassen, aber jeder, der den Inhalt halt kennt, der muss sich das halt nicht nochmal angucken. Also ich habe die meisten TOMs in meinem Leben im Original gesehen bei irgendwelchen Restreamern. Ob ich die jetzt nochmal kommentiert von einem Roxau oder von einem Ani oder vor allem von einem Roxau hören muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und da merkt man dann auch, also Roxaus Mutation zum Elite-Hater besteht wohl auch sehr stark darin anzumerken, wie dick und dumm sein Gegenüber ist. Sehr interessant. Da kommen wir dann auch zu einem nächsten Punkt. Also wie gesagt, die Mutation zum Elite-Hater blieb nicht ohne Spuren. Roxau wehnte sich dann auf dem, ja, Hater-Thron, könnte man fast meinen. Es gab dann ganz utopische Screenshots und Ausschnitte aus zum Beispiel besagten Steam-Leaks. Ich kann hier mal welche einblenden. Und zwar postete Rudolf Reschukowski, Grüße gehen raus, Roxau findet Borsti auf Steam und es kommt zu diesem schönen Gespräch. Erinnert ihr euch noch an die großen Dinge, die Roxau für das Drachengame geleistet hat? Also ich verlese mal hier ganz kurz die Nachricht, und zwar der Borsti schreibt: Nein, ich möchte nicht dein Freund sein, ich spucke auf Reaction-Streamer, Leute, die selbst sind wie Rainer und das Game ganz allgemein. Ich finde deinen Content super peinlich, dieses Gestrecke von altem Restmat auf die dreifache Länge durch Gekicher, ihr reitet einen toten Kadaver von Game und euch ist nichts zu peinlich. Deine Community ist super AIDS und kann besonders furchtbar, und ganz besonders furchtbar war dein Umgang mit den Leaks. Hahaha, der Rainer ist dick und dumm und hat und hält sich für unbesiegt. Merkst du selber, oder? Na, vermutlich nicht. Ja, daraufhin schreibt dann unser geliebter Kutterlord: Du hast den Falschen geschrieben, Bruder. Du verwechselst mich. Und mit der Freundschaftsanfrage wollte ich dir nur mal die Ehre erweisen, dass du die Möglichkeit hast zu sagen, hier guck mal,
Ich hab den berühmten Zoggerkumpel. Ich hab mehr für das Drachengame getan, als du es jemals tun könntest, Schnucki. Deine TS-Mitschnitte sind ganz okay. Naja, oder so. Aber das war's dann auch schon. Kannst gern bei mir in die Hater-Lehre gehen, damit du aus dem Kuchenkinderkreis mal rauskommst. Kuss auf die Nuss. Ja, daraufhin kann der Borsti natürlich selbstverständlicherweise nur schreiben, uff, bist du ein peinlicher Kasper. Da kann man auch ehrlich gesagt einfach nicht mehr wirklich viel zu sagen, außer dass das eine ganz peinliche Angelegenheit ist. Also ich sag's immer wieder, Leute, die irgendwie claimen, dass sie irgendeinen besonders hervorgehobenen Titel oder Platz im Game haben, finde ich erstens ganz weirden Flex, weil ich nicht weiß, was man damit bezwecken möchte, außer irgendwie zu sagen, ich bin der Größte darin, Leertaste und Leertaste und haha, dick, dick, dick und dumm und ein bisschen Videoschnittmagie und Uploadmagie auf YouTube miteinander zu verbinden. Also wenn das am Ende dann, ja, das ist, mit dem man sich dann vor allem im Internet profilieren möchte oder irgendwo profilieren möchte, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was es da noch viel zu diskutieren gibt. Aber wir sind ja noch nicht im Resümee. Es werden natürlich jetzt einige Leute völlig zu Recht sagen, ja, aber die Dinger sind ja hier outgekeyt und ich weiß doch gar nicht, ob das der Rocksau ist. Und dann werden viele Rocksau-Fans sagen, ja, aber der Rocksau, der heißt auf Steam gar nicht Rocksau, sondern der heißt der Kugelfang oder Kugelfang. So, für die Leute auch nochmal hier der entzauberte Leak. Wir sehen hier ganz klar von Borsten und Kugelfang. Und es zieht sich natürlich dann auch weiter durch. Also wir haben dann peinliche Aussagen von Rockstrau in etlichen Streams, wo er drauf eingeht, was die Haterschaft ist. Also ein berühmter folgt hier. Man sollte an dieser Stelle auch mal den Unterschied zwischen Troll und Hater vielleicht erklären, weil das wissen vielleicht auch nicht alle so. Bitte, Troll, kein Zwang. Ein Troll ist quasi jemand, dem es eigentlich völlig scheißegal ist, der nur triggern will, der nur irgendwie eine Reaktion hervorrufen möchte. Und ein Hater, ist meistens irgendwie emotional involviert. Ja. Und macht das dann quasi bei einer bestimmten Person. Ein Troll, der trollt halt überall rein. So, ne? Deswegen sagt man auch, am besten ignorieren, don't feel the troll. So, aber ein Hater oder ein Hater ist halt irgendwie, fühlt sich halt persönlich angegriffen. Von dem, was er dann da ja, kritisiert. Ja, so wie wir uns ja auch von Rainer persönlich angegriffen fühlen. Also er definiert dann auf einmal, was Hater sind und was Hate ausmacht. Und das ist aber tatsächlich eine ganz interessante Angelegenheit, die ich finde, die hat er erfolgreich vererbt. Ich sehe das ja immer mal wieder auch an den Zuschauern der Kutterbubble, die dann ja hier in die Videos reinsliden oder auch woanders irgendwie sich rumtreiben, dass Leute wie Rocksau und auch Ani und auch andere, also vor allem Reaction-Streamer, nachhaltig geschafft haben zu vermitteln, wer denn blöd gesagt so der Hater ist und wer so das Kuchenkind Level 0 ist. Und eins ist natürlich klar für die Leute, jeder, der nicht Liebe und Leertaste an, Leertaste aus und dick, dick, dick und der dumme Sondi aus Bad Windsheim und bla 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 und wir treffen uns alle zum Abhitlern auf Discord und ja, wir machen ganz viele unangenehme Sachen, macht, der ist für die einfach kein Elite-Hater. Und das ist so ein bisschen das, was sich durchschleicht, das sehe ich dann immer wieder in den Kommentaren oder auch in den Livestreams. Und eins muss man auf jeden Fall sagen, ich verstehe natürlich, warum Rocksau ja seine Zuschauerschaft auch füttern kann, da ich glaube, seine Zuschauerschaft sich sowohl moralisch wie von der Lebensqualität nicht weit weg von Rocksau bewegen. Zu diesen allen Dingen, Rocksaus Lebensqualität und moralische Einstellung, kommen wir in den späteren Teilen. Ich finde es aber trotzdem sehr beeindruckend, ja, wie jemand es schafft, halt mehrere hundert Leute auf so einen Kurs zu prägen und auch einzuschwören und auch nach dem Weggang sozusagen es schafft, dass diese Leute ja dieser seltsamen und unglaublich weirden Vorstellung irgendwie ja weiter Folge leisten. Ein anderes Ding, was auch Rocksaus eigentlich permanent durchscheinende Arroganz irgendwie immer wieder bezeugt, ist natürlich der Umgang über die ja sogenannten Mullenbesuche. Also Rocksau sagt da an mehreren Stellen,
dass für ihn ja Mullenbesuche was ganz, ganz Normales sind und dass die ja zum Game irgendwie dazugehören und so ist das halt und bla. Ich kann mal hier einen, ja, einen Screen zeigen, wo wohl der, ja, Azog oder ein User, der sich zumindest nach ihm benennt, ich kenne zumindest seinen Namen, gerade nicht seinen Handle, der schreibt, warum sehen diese Reaction-YouTuber alle gleich aus? Würde mich interessieren, wie die Viber aussehen, die sich von euch ficken lassen. Dann schreibt Roxau, nee, dann schreibt irgendein User, wahrscheinlich ein Roxau-freundlicher User, wenigstens F woll einige davon und müssen sich keine Freundin ausdenken, ne? Dann schreibt Avsog, bist du echt davon überzeugt, dass Roxau und Co. was zum F haben? Dann schreibt Roxau, ja, davon bin ich sehr überzeugt oder ich bin sehr überzeugt. Und daraufhin wieder Azog, Sven zählt nicht, hast ihn ja schon verdächtigt verteidigt bei der KP-Geschichte. Das ist eine andere Sache, die können wir auch gern mal behandeln. Also da gibt's so andere Leaks auch noch zu anderen Leuten in dem Umkreis. Da kann man auch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn ihr da Bock hat. Weiter im Programm. Roxau antwortet dann, dass man ab und zu mal Mullenbesuch bekommt, bringt das Game so mit sich. Anders natürlich, wenn man als der größte Sperrlutscher bekannt ist. Dann darfst du nur an Rainers schwitzigen Schlöpsen nuckeln, du Flitzpiepe. Ja, also, was will man denn dazu genau sagen? Das ist jetzt nur ein Quote, es gibt aber unzählige dieser Quotes und sie sind alle nicht weniger peinlich oder nicht weniger deplatziert. Also, wer ernsthaft im Umkreis des Games damit irgendwie flext, dass das jetzt Mullenbesuch für ihn mit sich bringt, da wird mir anders und das finde ich extrem unangenehm. Und wenn man dann überlegt, gerade in Bezug auf Mullen, wie viele Lügen der gute Roxau da erzählt hat. Und es gibt da ja auch Leaks, und zwar die sogenannten Kutterbärchen-Leaks. In denen werden wir in einem späteren Teil vielleicht nochmal mehr oder gehen wir definitiv mehr drauf ein. Also wir können auf jeden Fall schon mal sagen, die Dinge, die Roxau am allerwenigsten wahrscheinlich bisher in seinem Leben gesehen hat, ist eine nackte Frau in seinem Bett oder in seiner nächsten Umgebung. Sagen wir es mal so. Also ich glaube, das sind Dinge, mit denen Roxau nicht so die normale Erfahrung hat, außer er findet vielleicht, ja, labile, sehr junge Frauen, die irgendwie, ja, vielleicht ein Faible für ein bisschen übergewichtige, komische Männer mit seltsamem Grundverhalten haben. Aber sonst würde ich sagen, ist Roxau da jetzt nicht so bedient. Dann muss man natürlich auch die Schanzenbesuche dazu erwähnen. Mein Lieblingsausschnitt dieser folgt hier. Im Gegensatz zu mir. Deine, du lügst. Warst du auch dabei? Deine, du lügst. Ach, komm, halt auf die Fresse. Geh dich mal ein bisschen. Deine, du lügst. Ja. Du kennst keine Beweis. Danke. Ja, ihr habt ihn zu Beginn des Videos schon gesehen, ich finde ihn großartig. Er sagt so viel und was an diesen Schanzenbesuchen eigentlich noch viel, viel witziger ist, ist ja Roxaus ganz persönlicher Umgang damit. Und zwar, wir brauchen da gar nicht mehr viel drüber reden, aber im Endeffekt hat Roxau natürlich nach dem ersten Schanzenbesuch viel Kritik bekommen und viel Backlash, dass das ja eine absolut peinliche Nummer war, was es ja auch ist, und dass er sich da ja maximal zum Dottel gemacht hat. Und sich ja dann darüber hinaus auch noch irgendwie wohl eine Anzeige wegen Körperverletzung eingehandelt hat. Es entbrannte dann auch mit einem anderen User ein ganz peinlich schlimmes Gespräch darüber, was denn, wie denn hätte die Sache denn laufen sollen. Wichtig ist aber da, glaube ich, nur der Ausgang darüber, und zwar, dass der Roxau zumindest diesem User verspricht, diese Angelegenheit nicht zu wiederholen. Es folgt dann tatsächlich 3 Monate drauf der zweite Schanzenbesuch. Also da muss man natürlich auch sagen, also da kann man nur einfügen. Wie fühlt sich's eigentlich an, von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden? Weil nichts anderes als vorgeführt von einem Sonderschüler wurde er hier. Also tatsächlich, wer sich so bei Rainer Besuchen vorführen lässt, wie es Roxau da getan hat, ob der sich den Tech-Elite-Hater zuschanzen soll, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Damit kommen wir auch zum nächsten Themenplot.
Umgang mit Kritik. Ja, ich würde sagen, wir machen es ganz kurz, wie Roxhaus Umgang mit Kritik denn so ist. Ja, das ist so ungefähr Roxhaus Umgang mit Kritik. Also ihr seht, es sind arsch viele Bands. Der gute Märchen, Grüße gehen raus, hat diese auch mal ein bisschen aufgezählt oder hat mal aufgezählt, wie viele Soft- und Hard-Bands es sozusagen von Roxhau gab. Und es kam zu einer kombinierten Anzahl von über 500, die er irgendwie verteilt hatte. Aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Und auch sonst ist halt Roxhaus Umgang mit Kritik erstens das, was wir natürlich schon in diesem Plot Elite-Hater ein bisschen erahnen können. Und zwar, Roxhaus lässt natürlich keine Kritik von irgendwelchen Level-Nullern in Anführungsstrichen zu. Und ja, äußert es dann auch meistens sehr scharf gegenüber diesen sogenannten Level-Nullern und möchte dann natürlich immer seine krasse Dominanz gegenüber denen beweisen. Konfrontation mit Roxhaus, auch mit mehreren Usern. Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass, ja, Roxhaus Gewalt androht. Kleiner Ausschnitt aus dem Telefonat mit seinem Leaker folgt hier. Wie bitte? Ich biete dir an, dass du dich gepflegt löschen kannst. Ja, das werde ich sowieso. Ja. So, das ist doch nur, guck dir mal den Twitter-Account an, so, da kommt doch eh nichts rum. Ja, aber... Das ist nur so ein 0815-Account. Ja, ich glaube, du bist auch so ein 0815-Typ. Ja, ja, und du hast auch gleich... Kannst du denken. Du, pass auf, du kannst gerne vorbeikommen. Komm vorbei und wir klären das. Ach, was denn für vorbeikommen? So, das macht jetzt nicht... Ja, ich bin nicht reiner Winkler. Wenn ich dir Prügel androhe, dann hau ich dir den Arsch voll. Ach, gar nichts wirst du machen. Ja, komm vorbei. Okay, also war das jetzt so ein Trau-Dich-Komm-zu-mir? Nee, war kein Trau-Dich-Komm-zu-mir. Also, da lässt er sich dann tatsächlich zu einer Trau-Dich-Doch-Komm-zu-mir Aussage durchringen. Und das ist schon relativ interessant für einen Elite-Hater. Also, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, wie Elite Roxhaus eigentlich ist. Ich weiß gar nicht, ob man so viel Platz auf den Schultern haben kann für die ganzen Streifchen und so, die man sich da verdient hat, wenn man so krasser Elite-Hater ist, der so viel fürs Game erreicht hat. Ja, wir sehen dann im weiteren Verlauf einen Content-Switch ab 2022 auf seinem einfach nur Roxhaus-Kanal, hieß der dann, glaube ich. Ja, wir sehen hier mal ein kleiner Drüberschwenker über die Videos. Alles, was nicht um Reini ging, war nicht relevant und wurde auch nicht aufgerufen. Also Roxhaus hat es versucht. Aber am Ende hat sich einfach kein Mensch dafür interessiert. Er hat dann irgendwelche peinlichen Videos über irgendwelche Zigaretten-YouTuber gemacht oder über Aline Bachmann, welche dann doch wieder relativ, ja, viel Aufmerksamkeit erhalten hatten. Aber das war wahrscheinlich auch dem Zahn der Zeit geschuldet in dem Moment. Und ich vermute, es ist auch der Zeitpunkt, wo dann die, ja, sogenannte Ani-Just-Nero-Connection, sofern es die jemals irgendwie gegeben haben sollte, entstanden ist. Ich vermute, da wird irgendwie ein Kontakt entstanden sein bezüglich dieser Videos. Ja. Aber ansonsten konnte sich Roxhaus mit seinem Content-Switch irgendwie nicht halten. Es blieb dann sehr, sehr uninteressant. Er stieg aber dann im späteren Verlauf nach etlichen sehr langweiligen Frühstücksstreams oder Videos wieder ein mit Reini. Natürlich merkt man da, in der Zeit hat Rainer, glaube ich, auch relativ wenig geliefert. Das lässt sich immer sehr gut, sofern die Kanäle alt genug sind, bei den Reaktoren erblicken. In den Phasen, wo Rainer natürlich nichts macht, bleibt diesen Leuten nur Alltagskrams über oder der Versuch, es doch mal mit nicht Rainer-related Content zu versuchen. Was aber im Umkehrschluss gerade auf Basis dessen, wie sie ja ihre Community herangezogen haben,
dazu führt, dass die Leute da kein Interesse dran haben. Also das ist auch eine Erscheinung, die ich relativ interessant finde. Also natürlich verstehe ich das, wenn man Leuten folgt, primär aus der Thematik Drachenlord heraus. Aber es ist schon auch witzig, dass man die Leute ja so geimpft hat mit diesem, das ist das einzigst Richtige, auf Alt-Med zu reagieren und dann Leertaste an, Leertaste aus. Also ich sag's immer wieder, es ist halt einfach wirklich der stumpfe Vorgang. Es ist auch egal, wie schön das versucht, jemand klingen zu lassen. Also mir ist das erstmal prinzipiell egal, jeder kann natürlich auch reagieren, aber wer sich dann irgendwie den Titel zuschanzt, ich bin der Elite-Hater und kniet vor mir nieder und mein großer Kutter und bla. Also das ist endlos peinlich für die Peinloh-Arbeit, die man dann am Ende leistet. Also gerade in diesen Dürreperioden mit reiner Content merkt man halt, von den Leuten kommt dementsprechend genauso wenig. Damit kommt man natürlich auch erstmal zu einem vorläufigen Resümee, was Roxaus Elite Hater-Karriere angeht, da er dann seinen vorzeitigen Ausstieg aus dem Game vor kurzer Zeit verkündigt hatte. Da gab es doch eine ja, wunderschöne Szene, in der ein sehr weißer Mann sehr, sehr viel weinen muss, was mich ehrlich gesagt viel mehr bestürzt hat, wie ein Roxer, der aus dem Game aussteigt, da das für Uti auf jeden Fall ein richtiger Stich ins Herz war. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Danke. Einfach nur danke. Danke für diese schöne Zeit. So. Wenn ich mich heute entscheiden könnte und die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, so, ich würde es wieder genauso machen. Ne? Da draußen gibt es ganz viele Leute, die einen abfacken wollen. Oder nicht ganz viele Leute. Es gibt ein paar Leute, die einen abfacken wollen, die schreien ganz laut. Ja, wie stehen wir jetzt am Ende da von diesem ersten Part? Ich würde sagen, wir können im Großen und Ganzen sagen, dass Roxau schwach gestartet hat und dann massiv stark nachgelassen hat im Verlauf der Zeit. Also, es hat ja angefangen mit Reactions und es endete halt mit dem Versuch, aus der Reaction auszusteigen, indem man irgendwelche Formate auch von woanders her klaut. Zumindest vermute ich, dass viele dieser Informationsvideos, wie dieses besagte Zigarettenraucher-YouTuber-Video, das er da mal gemacht hat, kein eigenes Werk ist, sondern einfach billig kopiert, vielleicht aus dem amerikanischen oder vielleicht sogar aus dem deutschsprachigen Raum und ein bisschen umvertont. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roxau sich ernsthaft hingehockt hat und sich ein Skript geschrieben hat und dann praktisch über irgendwas berichtet hat. Ansonsten muss man sagen, Roxau hat sich einfach relativ schnell, gerade im Umgang mit Kritik, dadurch ausgezeichnet, dass er wahnsinnig arrogant ist, dass er nichts nimmt, also jedwede Kritik, die man ihm entgegenwirft, nimmt er überhaupt nicht an. Eher im Gegenteil, er fängt dann an, die Leute zu beleidigen oder auch zu bedrohen, darauf zu verweisen, wie sehr er doch im Gegensatz zu den anderen Leuten Elite-Hater ist, wie viel er eben für besagtes Game getan hat und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch der Grund für dieses anlaufende oder immer noch laufende Kutter-Game, was auch bis zur finalen Löschung von Roxau, weil bisher ist daran nicht so ganz zu glauben, die Kanäle sind ja immer noch da, also der Ausstieg aus dem Game ist natürlich erst geschehen, wenn die Kanäle halt auch weg sind prinzipiell oder wenn wirklich lang nichts mehr gekommen ist, dann ist natürlich von auszugehen, dass die Person wirklich aufgehört hat, aber bisher macht es nicht den Anschein. Es ist natürlich auch interessant, darauf werden wir in der kommenden Folge, wenn es ganz exklusiv um den Kudder Nordstern geht, auch interessant, dass man zu ihm aktuell einerseits immer noch die Geschäftsführerschaft für den Kudder Nordstern findet. Vermutlich, da auch noch andere Dinge im Hintergrund laufen, da gehen wir dann im kommenden Video drauf ein. Andererseits findet man seit kurzem auch den Hint zu einem Transportunternehmen, also einem Fuhrbetrieb, das irgendwie von ihm geführt, oder ein Fuhrbetrieb, der von ihm geführt wird. Also, das ist sehr, sehr interessant und wir werden das uns in der kommenden Folge angucken, wenn es nur um den Kutter und ja, vor allem Roxaus kläglicher Versuch, würde ich behaupten, geht, aus dem Game genauso viel oder mehr Profit schlagen zu können, als durch seine Selbstständigkeit als Gastronom.
Ja, damit sind wir am Ende. Jetzt folgt noch gleich mal ein kurzer Clip, nachdem ich hier fertig geredet habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche. Schaut doch auch beim nächsten Video zu Roxau rein. Ich denke, in der nächsten Woche wird auf jeden Fall nochmal was dazu kommen. Ich will die relativ schnell euch liefern können sozusagen. Also seid da mal gespannt und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Einen guten 1. Mai heute natürlich. Genießt den Feiertag, wenn schönes Wetter bei euch sein sollte. Genießt das schöne Wetter. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ja, Metal off. Ich habe auch Sprachfehler, ich bin selber ein Fettsack so und ich habe wahrscheinlich auch viele Ähnlichkeiten mit Rainer. Wenn ich zu viel reagiert habe, dann bin ich bei Medienlord nicht gern gesehen. Ich bin schnell lästig, ich suche Menschen, die mir mein trauriges Leben finanzieren. Ich riech aus dem Mund, mein Anblick ist elend, doch dafür habe ich keine Zeit. Ich fühle mich einsam, mache den Stream an und nichts von dem, was jetzt passiert, tut mir leid. Ich hab daran Spaß, weil mir sonst im Leben nichts bleibt, außer der Freude an meiner Reaction-Tätigkeit. Wow, ich hab meinen Spaß, weil sonst im Leben nichts bleibt, außer der Freude an meiner Reaction-Tätigkeit. Wenn ich es schaffe und den Stream abschalte, begebe ich mich noch in den Voice. Da dürfen sie dann alle lutschen, die ganzen Fangirls und Boys. Ich fühl mich riesig, bin unangenehm. Doch wenn du mir das sagst, werd ich bockig und sofort pissig und bleib auf ewig eingeschnappt. Ich hab daran Spaß, weil es sonst im Leben nicht bleibt, außer der Freude. Ich meine Mulde habe, wird sie schnell auf Twitter gezeigt. Ich bin fett, sie ist dünn, na zerfrisst dich der Neid. Ich bin der König in meiner Drachenbarbe-Welt. Dumm nur, dass es im echten Leben so wirklich gar nicht zählt. Ich hab daran Spaß, weil es sonst im Leben nicht bleibt, außer der Freude. Wow, ich hab einen Spaß, weil mir sonst im Leben nichts bleibt, außer der Freude an meiner Reaction-Tätigkeit. Am nächsten Tag beginnt alles von vorne, es wird immer so weitergehen, denn ich liebe eure Barne. Geht's hierher, wollt mich doch sehen. Du denkst echt, hier geht's um Rainer, doch hier geht es um mich. Gut, dass du das nicht merkst, denn genau deswegen brauch ich dich. Ich hab daran Spaß, weil es sonst im Leben nicht bleibt, außer dem Feuer meiner Reaction-Tätigkeit. Ich hab einen Spaß, weil es sonst im Leben nicht bleibt, außer der Freude.